Rundmarsch für Jack Tilly. Naja, die Bütt habe ich selbst gebaut vor einigen Jahren, dass ich mal selber drin stehen würde. Das hätte ich mir wirklich nicht erträumen lassen, aber nun ist es so gekommen. Also, vor genau 25 Jahren stand ich auf der Bonner Hofgartenwiese, zusammen mit ungefähr 400.000 anderen Menschen. Eine Friedensdemo, es ging um Nachrüstung und Atomraketen und dann tritt ans Mikrofon ein alter Mann. Es war Heinrich Böll. Damals war es also eine moralische Instanz allererster Kajüte. Es war plötzlich Schweigen da. Was sagt dieser Mann jetzt? Wie sind seine Worte? Alle schweigen erwartungsvoll, warten auf das erste Wort. Und er geht also ans Mikrofon und sagt dann als erstes, Huhu. Und er hat natürlich damit die Begeisterung geweckt der Menschen, aber diese arrogante Bescheidenheit kann ich mir heute nicht leisten. Ich bin nicht Böll und ihr seid nicht 400.000 Menschen. Deshalb fange ich ganz konventionell an und sage ganz brav, lieber Oberbürgermeister, lieber Unterbürgermeister, liebe Ehrenbürgermeister, liebe Mosterpöttches, liebe Plakettenträger, liebe Karnevalisten, liebe normale Menschen. Zunächst vielen Dank an dich, lieber Manni Kirchenstein, für dieses Denkmal aus Worten, das du mir da errichtet hast. Aber ich weiß auch, dass es jede Menge Menschen gibt, die das alles ganz anders sehen. Die sind natürlich heute Abend nicht hier. Und um denen auch eine Stimme zu geben und um uns so ein bisschen aufzuwärmen, habe ich jetzt mal so eine kleine Anti-Laudatio vorbereitet, extra für heute zusammengestellt aus vielen Briefen und Leserbriefen, also alles wirklich O-Ton aus den letzten 12 Jahren zum Thema Wagenbau. Das hört sich dann folgendermaßen an. Fehlt Herr Tilly eigentlich jegliches Fein- und Taktgefühl? Solche hässlichen Verunglimpfungen haben mit echten Karneval nichts mehr zu tun. Was sind diese Karnevalisten nur für feige, gehirnlose und niederträchtige Typen? Haben diese überheblichen Gestalten überhaupt noch einen Funken Ehrgefühl im Leibe? Aber Karnevalisten haben wohl ohnehin ein Problem im Oberstübchen. Das friedliche Miteinander fördert man sicher nicht durch dumme Provokationen eines kamellefressenden Pöbels. Sehr gut ausgedrückt natürlich. Diese Entgleisung ist auf keinen Fall akzeptabel und eigentlich ein Grund für eine Verleumdungsklage. Diese Volksverhetzung gehört bestraft, denn das sollte um der öffentlichen Sicherheit willen gesetzlich verboten werden. Das ist doch harter Tobak, nicht wahr? Dass wir aber im Düsseldorfer Zoch die berühmte Narrenfreiheit Jahr für Jahr derart erfolgreich ausleben können, ist tatsächlich nicht mein Verdienst. Und das verdanken wir vor allem drei Gruppierungen. Und ich denke, eine bessere Gelegenheit dazu gibt es nicht, denen an dieser Stelle heute meinen Dank auszusprechen. Zunächst und zuerst im Komitee Düsseldorfer Karneval, da möchte ich mich meinem Vorredner also voll und ganz anschließen. Namentlich genannt seien hier Jürgen Rieck, Hermann Schmitz und Engelbert Ochsenfurt. Die Herren tragen diesen Kurs seit Jahren mit, fördern und fordern mich, wo sie nur können. Und wie das typischerweise abläuft, will ich einmal kurz demonstrieren, denn so ähnlich ist es schon oft vorgekommen, es kommt eigentlich jedes Jahr so vor. Ich komme also im Winter ins Komitee, unterm Arm eine Mappe mit den neuesten Entwürfen für die politischen Wagen, noch vor Rosenmontag, die gebe ich dann da ab. Da sitzt dann im Komitee Jürgen Rieck am Schreibtisch, unser beliebter Geschäftsführer, nimmt die Entwürfe entgegen, blättert die schweigend durch und sagt gar nichts. Steinerne Miene. Irgendwann knurrt er, Herr Tilly, was soll das sein? Ist der einzige Karnevalist, den ich noch sieze. Er hat mal gesagt, seine Freundin möchte sich selber aussuchen. Er ist ja nicht da heute Abend, also ich kann in Ruhe lästern, kein Problem. Jedenfalls fragt er in seiner unnachahmlichen Art, Herr Tilly, was soll das sein? Und ich sage nun, ja, Herr Rieck, das sind meine Vorschläge für die politischen Wagen dieses Jahr. Falsch, ganz falsch. Das sind harmlose Illustrationen für einen Kindergeburtstag. Das akzeptiere ich so nicht. Die Entwürfe müssen krachen. Naja, dann muss ich also wieder mal nachsitzen, mich nochmal hinsetzen. Und auf diese Weise gedrängt sind tatsächlich die besten und schärfsten Ideen entstanden. Und deshalb, meine Damen und Herren, ein Karnevalskomitee, das wirklich scharfe politische Satire nicht zensiert und unterdrückt, sonst überall in Deutschland, sondern geradezu einfordert, das hat, denke ich jetzt mal, einen wirklich starken Applaus verdient.
wirklich schön blöd, nach Köln auszuwandern. Also bei so idealen Rahmenbedingungen, solange das so bleibt, ist alles gut. Oder können Sie sich vorstellen, wie genau vor einem Jahr in Köln geschehen, dass ein Jürgen Rieck oder Hermann Schmitz mit den Wagenentwürfen zum Thema Großmoschee unterm Arm brav beim türkischen DİTİB, dem Bauherrn dieser Großmoschee, hindackelt, die Entwürfe hinlegt, vor Rosenmontag und Bank fragt, ob die auch genehm sind? Das sind natürlich ganz brav, diese Entwürfe. Und der türkische DİTİB-Funktionär hat bestimmt nicht gesagt, haha, die könnten noch viel schärfer sein, leg ruhig noch eine Schippe drauf. Der hat natürlich gesagt, ja, die sind in Ordnung so, alles koscher. Holen Sie einen Tee, Herr Kuckelkorn. So ungefähr muss ich das abgespielt haben. Ja, und lieber Herr Elbers, ich glaube, da können Sie lange warten, bis mal ein CC-Funktionär am Rathaus klingelt mit einer Mappe unterm Arm vor Rosenmontag. Das wird, glaube ich, nicht vorkommen. Und ich denke, das wollen Sie auch gar nicht, denn irgendwie ist das ja gegen die Spielregeln, oder? An zweiter Stelle danke ich hier meinen Kollegen und Mitarbeitern aus der Wagenbauhalle. Ohne die vielen Künstler, Maler, Kascheure und Bildhauer, die Jahr für Jahr mit sehr viel Idealismus, Kampfgeist und Engagement dafür sorgen, dass der Zug so prächtig ist, liefe Rosenmontag buchstäblich überhaupt nichts. Und jetzt erlauben Sie mir, all die anwesenden Helfer und Künstler, für die ich hier stellvertretend die Klinzing-Plakette angenommen habe, einmal namentlich zu nennen. So viel Zeit muss sein. Also Laura Aschmoneit, Monja Baron, Marcella Beuker, Nina Breuer, Willi Brotesser, Margot Gallas, alle hier, Annika Gerlach, Doris George, Ricarda Hinz, Nancy Halscheid, Hans Höhling, Sebastian Lombardo, Claudia Rieger, Bernhard Risse, David Salomon, Willi Scheidmann, Malte Schulz, Laura Torenz, mein Vater Thomas Tilly, auch dabei, Claudia Weber, Gerd Wukasch und Paula Wukasch. Und auf diese Truppe kann Düsseldorf wirklich stolz sein. Und ich bitte die Genannten, kurz einmal aufzustehen, damit man sieht, wie viele das auch sind. Es ist also tatsächlich nicht immer nur Jacques Tilly, sondern es ist eine große Gruppe von hochengagierten Menschen, die Jahr für Jahr ihr Allerbestes geben. Und für die habe ich halt diese Plakette angenommen. Ja, und mein Dank gilt auch der dritten Gruppe, nämlich Ihnen allen. Namentlich den Mosterpöttjes, der Presse, allen Karnevalisten, der Düsseldorfer Öffentlichkeit. Denn ohne die breite öffentliche Akzeptanz, ohne den Zuspruch, den wir in den letzten Jahren verstärkt erfahren haben, hätten wir sicher nicht eine derartige Motivation. Früher hieß es nämlich immer reflexartig, nee, wie geschmacklos. Und heute heißt es ganz stolz, der frechste Zug der Republik. Und das ist doch schon ein Fortschritt. Ja, liebe Mosterpöttjes, mit dieser Plakettenverleihung adelt und krönt ihr die Richtung, die der Rosenmontag in den letzten, oder Rosenmontagszug in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Und das ist eine sehr hohe, wenn nicht gar die höchste Auszeichnung, die im Düsseldorfer Karneval vergeben werden kann. Das stärkt und ermutigt ungemein. Ganz sicher wird die Plakette und auch die Urkunde einen wunderbaren Platz kriegen in der Karnevalswagenbauhalle. Herzlichen Dank dafür. Diejenigen, die nach Verboten schreien, die gibt es tatsächlich, oder auch mit Klage drohen, sind in den letzten Jahren vernehmbar weniger geworden. Den Verbliebenen sei aber hiermit gesagt, wir Narren stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Jawohl, denn dort steht schwarz auf weiß, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und das sehe ich als Auftrag an. Niemand darf benachteiligt oder bevorzugt werden. Wir Jecken haben bisher jeden mit unserem Spott bedacht, ohne Ausnahme. Und bevorzugt durch Verschonung wurde auch niemand. Und so wird es auch bleiben. Und sollte Ihnen vielleicht mal eines Tages ein Wagen übel aufstoßen oder hat Ihnen vielleicht einer in der Vergangenheit mal nicht geschmeckt, wir können ja auch mal daneben hauen, oder wird das in der Zukunft vielleicht mal so sein, dann bitte ich Sie, die Wagen so zu sehen, wie sie gemeint sind, nämlich mit Humor. Vielen Dank. Jacques Tilly.